Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und das heißt, es geht weiter mit meiner Sammlungsreihe. Ja, und heute sind meine ganzen Blushes dran. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, samstags lade ich aktuell meine ganze Sammlung nach und nach hoch und weil ich es einfach schöner finde, einzeln auch auf die Produkte eingehen zu können, unterteile ich das in Kategorien und ich gehe so vor, wie ich mich halt auch schminken würde. Das heißt, ich habe mich jetzt im Prinzip schon geprimed. Ich habe eine Foundation drauf. Sammy, machst du denn da? Unfassbar. Ich habe einen Concealer drauf, ich habe mich gebronzt, abgepudert habe ich mich vorher, dann habe ich einen Bronzer drauf gemacht und jetzt kommen wir zum Blush. Sammy ist jetzt tatsächlich an einem Produkt dran, was sich in diesem Umschlag befindet. Und zwar hatte die Degusta-Box mir noch diesen Umschlag nachgeschickt, weil sie bei der Degusta-Box aus dem Dezember vergessen hatten, das mit reinzupacken. Und das passt gerade sehr gut, weil ich habe Hunger von, hier bis nach sonst wo. Das ist von Vite Element, die Choc Bar, ein Vitalstoffriegel. Und da hatten die mir geschrieben, Mensch, das ist ein ganz tolles Produkt und das musst du unbedingt probieren und so. Und wir haben vergessen, das mit in die Box zu legen. Und jetzt habe ich es da und das möchte ich jetzt einfach mal probieren. Das ist ein Protein- und Kohlenhydrathaltiger Ballaststoffriegel mit Zart-Bitter-Schokoladenüberzug und Kakaonips. Kakaonips, ne? Die guten Kakaonips. Nee, das ist nicht für dich. Du darfst keine Schokolade. Ihr kennt das ja, ne? Wenn ich aus der Degusta-Box Produkte bekomme, werden die natürlich auch gegessen. Ja, du hast hier tatsächlich so einen richtigen Kakaoüberzug. Finde ich großartig. Proteinriegel finde ich in letzter Zeit auch sehr interessant und mag ich irgendwie auch recht gerne. Der schmeckt mir echt gut. Sollte ich jetzt Schokolade zwischen den Zähnen haben, wisst ihr warum. Okay, wir gehen jetzt einfach mal durch diese wundervolle Blush-Sammlung, die ich hier habe. Ich finde, Blush ist etwas, das gehört für mich auch mit zu einem schönen Make-up, zu einem Full-Face-Make-up dazu, Sammy. Er grunzt hier rum, ne? Er freut sich. Blush ist tatsächlich eine von den Kategorien, die ich auch wirklich wichtig in einem Full-Face-Make-up finde. Und ja, deswegen habe ich da auch einige von. Ich habe lange Zeit gebraucht, um den perfekten Blush zu finden. Ob ich ihn wirklich gefunden habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin nach wie vor auf der Suche. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen frei gemacht. Das ist auch tatsächlich von Chiquelle ein schulterfreies Oberteil, ne? Finde ich schön, aber es rutscht immer wieder hoch. Das nervt mich dann tatsächlich ein bisschen. Aber ich finde es schön. Genau. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Rockateur von Benefit. Das ist der hier, den habe ich von der lieben Ela zugeschickt bekommen. Das ist ein wunderschöner Schimmerblush. Der ist echt geil. Ich mag den unheimlich gerne. Der hat auch einen Ton, der ist so ein bisschen natürlich fast schon, ne? Das hat so ein Peach, aber auch so einen Schimmer, den ich richtig geil finde. So schaut der geswatcht aus, ne? Ich mag den. Der ist nicht zu stark pigmentiert, den kannst du aber auch richtig derbe aufbauen, sodass er dann auch richtig Kabums dahinter hat. Ne? Also, der hat einen zarten Schimmer drin. Nicht so extrem wie zum Beispiel von NARS der Orgasm. Das ist dieser hier, den habe ich hier auch mit drin. Ist aber so eine Probegröße von 3,5 Gramm. Hatte ich auch mal im Set mit dabei. Ne? Der hat nämlich so einen richtigen Schimmer mit drin. Der schimmert richtig, richtig krass doll viel. Also, ne? Ist auch mehr so in die pinke Richtung, wenn ich das so sagen darf. Und weniger so in die peachige Richtung. Genau, das sieht man halt hier auch ganz extrem, ne? Der hat einen richtig schönen Goldschimmer mit dabei. Den musst du aber halt, um ordentlich Pigment drauf zu haben und eine entsprechende Rötung ins Gesicht zu bekommen, sehr stark aufbauen. Ich finde den schön, aber wenn ich den stark aufbaue, dann glitzere ich auch wie ein Einhorn. Ne? Das ist dann natürlich so ein bisschen der negative Aspekt an dem Blush, den man bedenken sollte. Ne? Also wenn man keine Schimmerblushes mag, ist das nicht unbedingt ein Blush, den man so empfehlen könnte für solche Zwecke. Genau, dann habe ich hier als Dupe von dem NARS Orgasm den Sleek Blush Rose Gold 926. Da sind 6 Gramm drin. Der kostet aber nur einen Bruchteil von dem NARS. Ist tatsächlich aber etwas peach-stichiger und weniger in das Pinkige. Das sieht man auch direkt auf dem Finger, ne? Dass er halt schon sehr peachy ist. Hat aber auch genauso wie der NARS Orgasm diesen Schimmer mit drin. Wobei der NARS Orgasm nicht so heftig pigmentiert ist.
Ne? Da sieht man schon einen krassen Unterschied zwischen den beiden. Also das ist jetzt kein 1 zu 1 Dupe, das ist halt nur, wenn man wirklich sich mal an Shimmerblushes rantesten möchte, etwas, was man als Alternative sehr gut verwenden kann. So, dann habe ich hier noch ein Schätzchen, und zwar war das im Adventskalender mit drin und auch schon mal mit in einer Glossybox, glaube ich. Das ist von Love, die Statement Blush Palette. Das ist eine Palette, die ich hier mit reinnehmen konnte, weil sie wirklich nur aus Blushtönen besteht. Also sie hat auch Highlightertöne oder einen Highlighterton mit dabei. Besteht aber überwiegend aus Blushes. Die Face-Paletten kommen ja auch nochmal separat bei mir. Also jeder, der meine Face-Paletten vermisst hat, keine Sorge. Genau, die besteht hauptsächlich auch aus Schimmertönen. Also du hast drei Schimmertöne und zwei matte Töne. Da haben wir einmal hier einen Ton, der ist so ins Bräunliche ein bisschen, ne? Also kann man auch als Bronzer-Topper verwenden, je nachdem, was für einen Bronzer man so verwendet. Ich finde Bronzer-Topper manchmal ein bisschen schwierig. Der ist auch sehr, sehr dezent, ne? Also das ist jetzt keiner. Ich muss da jetzt auch extra nochmal reingehen, damit ihr den auch so ein bisschen geswatcht sehen könnt. Das ist jetzt kein Ton, den ich mir jetzt so aufgeben würde und sofort sagen würde, wow, den sehe ich, ne? Aber er ist irgendwie schon schön, weil er so natürlich ist. Das mag ich eigentlich ganz gerne an dem Ton. Dann ist hier ein peachfarbener Ton auch noch mit dabei. Das hat ein etwas größeres Fännchen. Auch der hat einen krassen Schimmer mit drin. Der ist jetzt hier auf meinem Mittelfinger. Der ist, ja, wie gesagt, etwas peachiger, etwas stärker pigmentiert, aber die ganze Palette ist sehr schwach pigmentiert, finde ich, ne? Das andere ist jetzt hier ein Highlighter-Ton, das ist jetzt ein bisschen schwierig, den hier mit einzugliedern, aber das hatte ich ja auch in dem Bronzer-Video schon, dass ich mal einen Highlighter mit dazwischen hatte. Ne, das ist ein Highlighter halt. Ja, kannst du machen, ne? Dann habe ich jetzt hier die zwei matten Töne, einmal der peachfarbene Ton, den ich hier jetzt einmal auftragen werde, der halt auch echt schwach auf der Brust ist. Also ich finde, die Palette ist irgendwie okay, irgendwie ist sie cool, aber irgendwie ist sie auch sehr, sehr dezent, ne? Also man kann es aufbauen, wie man sieht, aber naja, muss noch ein bisschen öfters getestet werden. Jetzt habe ich hier so einen ganz pinken Ton drin. Der ist richtig, richtig pink, ne? Das ist pink. Das ist pink! Ja, in dem Sinne ist es nicht meine Favorite Blush-Geschichte, die ich hier habe. Aber es sind schon ganz, ganz coole Töne irgendwie mit dabei. Also die beiden Schimmertöne finde ich ganz nice. Du könntest theoretisch diesen Blush-Topper über den Blush drüber machen. Also wenn du die beiden kombinierst, dann sieht das schon ganz cool aus. Das Peach-Farben, ne? Aber das ist halt immer das Problem, was ich mit Paletten habe oder mit Face-Paletten, dass du so oft Töne mit dabei hast, wo du sagst, na, brauche ich jetzt nicht so unbedingt, aber ist halt mit dabei und ja. Mein Bestreben ist ja, dass ich in meine Sammlung reingreifen kann und jedes x-beliebige Produkt, was mir in die Hände fällt, möchte ich direkt verwenden können und nicht sagen, nee, das passt jetzt gerade nicht. Also das ist eigentlich so mein Bestreben in der Geschichte. Bei Lidschattenpaletten etwas schwieriger, wie man auf meinen Augen sieht. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt so jederzeit tragen würde. Das ist von BH Cosmetics die Aurora Lights Palette. Noch eine Blush-Palette von Bella Pierre habe ich hier mit drin. Das ist die Blushing-Palette. Auch die war im Adventskalender drin. Und zwar in dem Parfüm Dreams Adventskalender. Hier hast du echt 6 Töne drin, ne? Schwierig, weil echt nicht jeder davon so tragbar ist. Also das hier da oben ist tatsächlich auch eher ein Bronzer für mich. Aber für einen Bronzer doch irgendwie zu rot. Ja, dann sind mir manche zu hell, manche sind mir zu dunkel. Aber ganz im Ernst, das ist ein Bronzer, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das sind aber alles recht gut pigmentierte Farben. Wie man auch sieht, also ich gehe rein, es ist unfassbar weich im Fännchen und du siehst es halt direkt auch auf der Haut. Also das muss man der Palette lassen. Sie ist wirklich mit dem, was ich hier gerade auf mir drauf trage, das am besten pigmentierteste Produkt, was ich hier so habe. Ob das das bestpigmentierteste aus meiner Sammlung ist, weiß ich nicht. Das sehen wir ja gleich auf meiner Haut, wenn ich alles hier drauf habe, ne? Also die beiden hier, die sind mir einfach zu pink, zu rosa. Das passt einfach gar nicht bei mir. Der peachige, den finde ich eigentlich ganz nice. Am geilsten finde ich eigentlich diesen Ton. Den Rosenholzton, also diesen hier, diesen Pink-Rosenholzton, finde ich auch ganz nice. Aber noch geiler finde ich halt den hier. Und den Bronzer, ja, es ist halt ein Bronzer, ne? Es ist irgendwie... Wenn ich eine Blush-Palette habe, gut, das ist halt dann auch für verschiedene Hauttypen in dem Sinne ja auch konzipiert, dass auch jeder irgendwie diese Palette benutzen könnte. Aber ja, das ist halt immer das Problem, ne? Ich möchte schon einen Blush haben, der dann auch wirklich passt. Und in einer Palette brauche ich eigentlich nicht 3 Töne haben von 6, die ich gar nicht verwende. Das ist ja eigentlich schon die Hälfte, ne? Naja.
Ja, hier habe ich ein Produkt, da weiß ich nicht genau, von Catrice, die Blush Artist Shading Palette. Das ist diese hier in der Farbe Bronze Klar. Ja, das sind halt drei verschiedene Töne. Da haben wir einmal einen matten Rosenholzton, dann haben wir einen schimmernden Peachton und für mich eigentlich eher einen, ja, dunklen Highlighter fast schon. Die kann ich hier ja mal swatchen. Ja. Und da wäre, wenn überhaupt, nur dieser einzige Ton was für mich. Deswegen, ich mache hier eigentlich kein Declutter, aber die Palette kommt jetzt tatsächlich direkt einfach mal weg, ne? Weil, nee. So, dann habe ich hier noch eine Palette von Too Faced. Das ist aus der Weihnachtsedition mit dem Schneemann, die Palette. Und da haben wir vier Töne drin tatsächlich. Ja, und das sind auch alles Blush-Töne. Wir haben Snow Kissed. Das ist halt so ein ganz natürlicher Ton. Das ist wirklich was für den Alltag, aber weniger was für mich. Wir haben Pink Christmas. Das ist ein richtig geiler, schimmernder Pinkton. Dann haben wir Merry and Bright. Das ist ein schöner, matter Peach-Ton. Der ist auch wirklich ganz klasse. Und wir haben Christmas Dream. Ein richtig, richtig gut pigmentierter Rosenholzton. Mag ich gerne leiden. Und die kann ich ja mal hier swatchen. Ne, da siehst du auch richtig, wie gut das pigmentiert ist. Ist jetzt mit Bella Pierre natürlich hier in direktem Vergleich direkt eingetreten. Sieht man das in der Kamera? Ja, sieht man eigentlich ganz gut, ne? Und da muss ich tatsächlich sagen, würde mir die Too Faced Palette fast noch ein Stückchen besser gefallen. Aber ich lasse sie erstmal beide in der Sammlung mit drin, weil es ist eine Sammlung. Es ist jetzt ja nicht irgendwie... Ich habe den Ton schon, also kommt der weg, sondern es ist eine Sammlung. Es sind Sammlungsstücke. Boah, ich habe zu wenig Körper für diese ganzen Produkte. Das ist unfassbar. Okay, Revolution Pro 4K Blush Palette in der Farbe Peach habe ich diese hier mir geholt, als ich auch mein Full Face Revolution Pro Make-up mit euch geschminkt habe. Ne, es ist eine peachfarbene Palette einfach. Also für mich tatsächlich etwas, wo ich sage, das ist ein Sommerprodukt. Wir haben einen matten Peach-Ton. Wir haben, oh Gott, ist der gut pigmentiert, da fällt hier alles ab. Alto Belly. Dann haben wir so einen schimmernden Ton, den ich auch irgendwie ganz geil finde. Das ist so ein rosa Schimmer. Und dann haben wir noch zwei weitere matte Töne, eher so ein aprikofarbener Ton und ein dunklerer Pinkton. Irgendwie so. Aber die sind krass pigmentiert, Leute. Also da geht die Post richtig ab. Ich meine, schau dir das an. Das ist heftig. Das ist einfach heftig. Ich habe mich übrigens gerade entschieden, dass ich die Love-Palette tatsächlich aussortieren werde, weil ich sie einfach nicht sehe. Ich finde das so schade, aber ich kann nicht anders. Ich muss sie jetzt aussortieren, weil sie einfach nicht... Sie passt nicht. Nee. Ich glaube, ich habe... Oh Mann. Ich will gar nicht aussortieren. Das ist so doof, aber ich muss. Ja. Ja, ich muss Platz machen für neue Sachen, die schön sind. Ja. Dann habe ich von Morphe eine Blush-Palette. Ein Blush-Trio. Das hatte ich in der Morphe Surprise Schlag mich tot Geschichte mit drin. Das sind coole Töne. Ohne Witz. Die sind wirklich cool. Rule Breaker ist so ein ganz, ganz dunkler Blush-Ton. Richtig, richtig cool. Free ist so ein typischer, den hatten wir jetzt ja schon in mehreren Paletten drin. Schimmernder Pinkton. Und hier ist noch Produkt von eben dran, um den Lappen sauber machen. Und dann habe ich noch Spirit, das ist ein ganz dunkler Rosenholzton mit ein bisschen Schimmer drin. Und hier auch wieder. Eins abpigmentiert, blöd aufgetragen von mir, aber da bin ich ja dran schuld, ne? Es ist schon eine geile Palette. Also wirklich, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Weil das hier, das sind irgendwie schon so etwas andere Töne. Wobei dieser Rule Breaker tatsächlich auch als Bronzer durchgehen könnte. Den habe ich mit dem Finger geswatcht, ne? Genau. Und ja, ne? Aber man kann sie auch schön mischen. Das kann man tatsächlich auch mit Blush-Paletten ganz gut machen. Jo. Eine Palette, die mir tatsächlich empfohlen wurde, als ich auf der Suche nach dem perfekten Blush war, ist diese Zoeva Opulescence Palette. Die habe ich mir dann auch einfach mal gegönnt. Da sind drei Töne drin. Das ist ein Highlighter, ein sehr dezenter und ein sehr krasser Blush. Wobei man am besten diese beiden halt mischen kann. Und wenn man möchte, kann man das mit dem toppen. Und der rote Ton, dieser richtig weinrote, dunkle Ton, hat auch ein bisschen Schimmer mit dabei.
Die sind sehr, sehr trocken in den Fännchen. Also wenn ich da mit dem Finger durchgehe, da krümmelt nichts. Das war jetzt in den anderen Paletten teilweise etwas anders. Und hier hast du auch wirklich was auf dem Finger. Ja. Das ist schon mal was anderes, ne? Also vor allem dieses Orange finde ich super spannend. Da muss man gucken, inwiefern man das überhaupt tragen kann. Der Highlighter, okay, ne? Es ist mal wieder ein Highlighter in der Blush-Palette, den du als Topper verwenden kannst oder solo als Highlighter, um ihn halt damit zu kombinieren. Und ja, an sich, ne? Auch dieses ganz krasse Weinrot finde ich auch super spannend. Kannst du aber dann halt auch schön mischen. Dann sieht es halt nicht so extrem aus, aber, ne? Das sieht jetzt schon wieder scharf aus und ich habe noch so viele Blushes da drin. Ich hoffe, dass ich die irgendwie noch alle zusammen draufkriege. Ansonsten muss halt mein Gesicht dran glauben, obwohl ich geschminkt bin. Dann ist das halt so, ne? Gut, dann habe ich hier einen Blush von Sante Naturkosmetik. Den finde ich besser, als ich am Anfang dachte. Multi-Effect Beauty Blush in der Farbe Cranberry. Den finde ich, also den hatte ich ja in meinem, ich weiß nicht, ob ich es aussortieren soll, Video. Aber der war deutlich besser als erwartet. Also ich gehe da immer gerne komplett mit meinem Finger durch. Und die Farbe, die ist was Spezielles. Wohin damit? Machen wir da hin. So schaut die Farbe aus. Und ja, ne? Es ist ein schöner Rosenholzton. Wirklich. Und die ist echt besser pigmentiert, als ich so gedacht hätte, ne? Gefällt mir schon ganz gut. Und dann ist es auch noch Naturkosmetik. Das finde ich auch so spannend, ne? Ja. Tja, bei dem Blush, den habe ich als Alltagsblush sehr, sehr viel getragen. Und ich habe keine Ahnung, warum er aussieht, wie er aussieht. Nämlich. Der hat so Punkte da drin gekriegt, so Bubbles, keine Ahnung, von Litchi and Gold, nee, von Seraphine Botanicals, der Litchi and Gold Healthy Glow Rose Gold Blush, genau. 3 Gramm sind da drin, das war mal in der Glossy Box oder so mit dabei. Also, ne, ein sehr heller Blush, aber er hat seinen Charme, wirklich. Also, der ist sehr pinky, wenn man den so auf der Haut sieht, ne? Aber er ist wirklich besser als gedacht. Ich habe den wirklich lange getragen und ich weiß gar nicht, warum ich den dann quasi nicht mehr in meiner Daily Routine drin hatte. Den werde ich auch demnächst mal wieder in die Daily Routine mit reinnehmen, dass ich den quasi dann auch aufbrauche, weil ich habe den schon halb leer, ne? Dann kann man den auch mal aufbrauchen. Den Blush hatte ich tatsächlich in einem Tauschpaket mit drin von Rival de Lubjanc. Ein Mono Rouge in der Farbe Light Apricot. Und ja, Rival de Lubjanc gibt es ja so nicht mehr. Das ist auch ein schöner Ton, Aprikoton, der halt auch wieder genauso wie der von Seraphine Botanicals auf dem Finger recht dezent wirkt und auch auf der Haut. Der ist ein bisschen dunkler als der von Seraphine Botanicals und ist sehr, sehr dezent, ne? Da muss ich wirklich mal schauen, wie ich damit umgehen werde. Aber ja, also ich mag es tatsächlich lieber, wenn ich stärker pigmentierte Blushes habe und die halt nicht so stark aufbauen muss. Das ist irgendwie, ne, keine Ahnung, einfach so ein Ding von mir. Dann habe ich hier einen von Bare Minerals, der Gen Nude Blush in der Farbe Pink Me Up aus dem Adventskalender. Der ist auch besser pigmentiert als erwartet, muss ich sagen. Also, oh Gott, ja, sehr, 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 sehr soft gepresst. Da muss ich gerade noch mal mit dem Finger drin rumtapern, dass ich das Produkt wieder reinkriege. genau, das ist der hier. Der ist schön. Der ist wirklich, wirklich schön. Ne? Aber ja, so schaut er aus. Das ist ein schöner Alltagston. Da kannst du so nichts zu sagen. Mag ich ganz gerne. Mag ich sogar fast noch. Ja, egal. Mag ich gerne. Den hier, da bin ich auch sehr, sehr, sehr erstaunt drüber gewesen, habe ich aus dem YouStar Adventskalender. Cheeks Glow, ja, 3 Gramm sind hier enthalten. Bei dem Produkt werde ich keinen Preis finden, weil es gibt halt keine Einzelprodukte von dem, ne? Oder von der Marke, jedenfalls nicht in dem Umfang. Da gibt es, glaube ich, mal so das ein oder andere bei Douglas. Aber ey, guckt euch den an, ne? Viel besser als erwartet, wirklich, ohne Witz jetzt. Und der hat halt auch einen ganz zarten Glow drin, also kein Glitzer, wie jetzt, wenn man die halt mit denen hier oben vergleicht, ne? Mit dem NARS Orgasm und mit der Sleek Rose Gold Glow Geschichte. Der ist schön, der sieht, auf den ersten Blick wirkt der sehr matt, ist es aber gar nicht. Es ist halt so ein Secret-Gedöns, muss ich sagen. Das ist ganz cool. Von So Susan aus irgendeiner Box, der Universal Blush, das ist dieser hier. Cruelty Free und Vegan. Der ist schön. Der ist wirklich schön. Und der soll halt universell sein, was ich sehr interessant finde, ne? Oder habe ich den in einem Trash-Paket bekommen? Bin gerade ein bisschen überfragt. Der hat einen leichten
Glow drin und ist so ein bisschen ins Rosenholzfarbene. Rosenholz ist auch eins meiner Lieblingswörter, wie ihr ja mittlerweile festgestellt habt, ne? ja, ne? Den mag ich gerne. Der ist richtig schön, weil der halt diesen Glow halt so mit drin hat. Und das finde ich so besonders an dem Blush. Da brauche ich auch die Verpackung nicht aufbewahren. Warum? Ich weiß gar nicht, warum ich bei manchen Sachen immer wieder die Verpackung aufbewahre. Das finde ich eigentlich total dämlich, ne? Aber ich mache es einfach. Hat gar keinen Sinn. Okay, dann habe ich hier zwei lose Blushes von Bare Minerals. Die kann ich jetzt sehr, sehr schwer swatchen. Das habe ich bei dem Bronzer schon nicht richtig hingekriegt. Auch die aus dem Adventskalender. Einmal in der Farbe Hint und in der Farbe Golden Gate. Das sind diese zwei. Und hier versuche ich jetzt einfach mal mein Glück mit dem Swatchen. Das ist, wie gesagt, nicht allzu einfach. Genau, es sind lose Blushes und die Farbe Hint ist das jetzt, genau. Die hat auch einen Schimmer mit drin. Die hat auch so ein bisschen was Lavendelfarbenes, ne? Also das ist halt nicht so, das ist eher mit so einem kühleren Unterton, finde ich. Doch, aber mag ich gerne leiden. Und lose Blushes finde ich auch sehr interessant, weil die halt eine schöne Pigmentierung bringen können. Also die können stark pigmentiert werden. Genauso wie auch lose Highlighter, ne? Das ist halt auch eine ganz interessante neue Geschichte, die jetzt immer mehr auf den Markt kommt, was ich auch cool finde. Und Bare Minerals steht ja auch mehr so für diese ganzen losen Produkte, was ich auch nett finde. Golden Gate haben wir jetzt hier. Ja, der ist halt mehr ins Peachfarbene. Ich klopfe meinen Finger ab. Der ist mehr in die warme Richtung und mehr in die bräunliche Richtung tatsächlich. Und der Schimmer, der hier mit drin ist, ist gar nicht vorhanden, weil der gar keinen Schimmer hat. Aber ich weiß dann nicht, warum der Golden Gate heißt und der andere heißt Hint. Keine Ahnung. Das hat für mich ehrlich gesagt keinen Sinn, ne? Also das hätte dann wahrscheinlich eher andersrum sein müssen. Keine Ahnung. Ich bin nicht zuständig für die Vergebung von Namen von Produkten. Einen weiteren losen Blush, den ich besitze, ist der von der Glossy Box. Das war in der Birthday Edition, glaube ich, mit drin. Style London und Glossy Box haben sich zusammengetan und diesen Peach Blossom Special Edition Blush rausgebracht. Und der ist halt auch bei mir in der Sammlung. Der ist sehr interessant. Kommt halt hier mit so einem Puffelding. Den jetzt zu swatchen, das wird ein Spaß. Der ist nämlich sehr, sehr pudrig und hat halt auch so einen Duft irgendwie mit dabei, was ich bei Blush super interessant finde. Und der ist halt richtig Peach, ne? Oder, ja, Peach halt. Peach. Das ist richtig Peach. Wenn das nicht Peach ist, was ist sonst Peach? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Ist sehr, sehr hell tatsächlich. Und Peach halt. Das ist original Peach. Darf ich vorstellen? Peach. Gut, dann habe ich von Feind, das ist die Amazon Eigenmarke, hier noch einen in der Farbe 02. Das müsste eher so ein Peachiger sein. Nee, Rosenholz, okay. Ich hatte nämlich einen, der war so peachy. Keine Ahnung. Der hier hat auch noch so einen schönen Schimmer mit dabei und ist sehr intensiv. Also das ist fast schon altrosa Pink, ne, auf dem Finger. Und der hat halt eine starke Pigmentierung, deswegen ist er auch nicht weiter gewandert, sondern bei mir geblieben, weil ich das irgendwie, ich finde diese Farbe super interessant, wirklich. Hier habe ich auch noch so ein Schätzchen Wet n Wild Color Icon in der Farbe Pearlescent Pink, das ist dieser hier. Das heißt, das ist halt auch so ein Aprikoton, also so ähnlich tatsächlich wie der von NARS und wie der von Sleek. Deswegen kriege ich den da irgendwo noch mit dran geswatcht. Hier oben drüber vielleicht. Auf dem Schlüsselbein. Oh nee, wow. Nee, oh oh. Er reiht sich zwar in diese Reihe ein, ist aber wirklich neonpink. Wow, was zur Hölle ist das denn? Das ist krass. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Wow. Wow, Sommerblush. Ich nenne es jetzt einfach mal Sommerblush. Entspricht aber irgendwie überhaupt nicht dieser Farbe, ne? Krass. Rival Loves Me Rouge Powder in der Farbe 01 Tender Rose. Habe ich bewusst in der Farbe 01 Tender Rose genommen, weil die Blushes von Rival de Loop Young sind ja quasi da neu aufgesetzt worden. Wie auch immer man das sagen mag. Ich habe den anderen ja quasi in Light Apricot in der Farbe 02, ne? Also das ist quasi nicht eine Wiedergeburt des Alten. Der hier ist sehr, sehr hell. Ich finde den ganz hübsch durch dieses Herzchen quasi da drauf, ne? Aber das ist halt von der Marke allgemein bei den Produkten. Der ist extrem hell, das muss man wirklich sagen. Helles Rosa. Ja.
Das ist jetzt auch kein Produkt, was ich jetzt irgendwie 100 Jahre lang wahrscheinlich aufbrauchen werde. Ich weiß es nicht, aber andererseits ist es halt auch echt so ein richtiger Alltagston, ne? Keine Ahnung, den habe ich ja noch nicht allzu lange. Der muss noch ein paar Mal öfters getestet werden. Beim Full Face hat es mir aber eigentlich ganz gut gefallen, ne? Das muss ich auch dazu sagen. Dann habe ich von LOV, von Love, Heartful Healthy Glow Blush, 5 Gramm sind hier drin in der Farbe 030 Seductive Flamingo. Und der ist schön. Der ist richtig schön. Das ist ein schöner Flamingo-Ton. Nein, Flamingo wäre für mich tatsächlich nicht orange. Naja, aber er ist halt orange und krümmelt. Ja gut, kann ja Blush auch nichts für, ne? Das ist halt für mich ein Aprikoton und kein Flamingo-Ton, aber vielleicht sieht er auf der Haut ja ganz anders aus. Nein! Wobei, je nachdem, was die Flamingos ja fressen, ne? Der ist jetzt deutlich besser pigmentiert. Und wenn ich den mal im Kontrast sehe zu der Love-Palette, die ich hier oben habe, ne? Das ist ja wohl mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist die gleiche Firma, Leute. Naja, aber da tut es dieser Mini-Mono-Blush auf jeden Fall deutlich mehr. Ja, absolut. Ja, altes Schätzchen. Catrice Gradiation Blush hatte ich in einem Trash-Paket mal mit drin. Rough Luxury Aurora Polaris ist da die Farbe. Der ist super weich, ne? Der hat so ein Shift drin. Du kannst dich theoretisch entscheiden, möchte ich heute eher heller oder eher dunkler sein. Ich persönlich gehe ja immer komplett durch solche Dinger durch und vermische alles miteinander. Und der ist halt echt gut, ne? Der ist ein schöner, schöner Alltagston. Also den mag ich ganz gerne. Ja, deswegen bleibt der auch. Definitiv. So, auch Drogerieprodukt, Trend It Up, Powder Blush, der ist geil. 030 ist die Farbe, da steht jetzt keine Farbbezeichnung, sondern nur die Farbnummer mit drauf. Der ist sehr schön, sehr dunkel, sehr, sehr trocken. Also da musst du gut mit dem Finger reingehen, wenn du ein Pigment aufnehmen möchtest. Und schaut dann so aus. Ja, ne? Der ist vom Ton her richtig klasse. Ich mag dieses hellrosenholzige, aber... ja, irgendwie, mir gefällt der einfach ganz gut. Ich weiß nicht warum, aber der passt halt zu jedem Make-up, was ich trage. Wenn ich ihn drauf mache, das passt einfach, ne? Too Faced, ja natürlich, ne? Das war in so einer, hat mein Freund mir geschenkt zu Weihnachten, genau. In so einer Pretty Berry oder sowas. Strawberry ist die Farbe, das ist das hier. Und das ist ein Blush Duo, das heißt, das ist im Prinzip ein Blush und ein Blush Topper. Ja. Normalerweise gehst du halt mit dem Pinsel rein und vermischst beides im Pfännchen. Das mache ich jetzt mit dem Finger halt auch genau so, dass ich durch beide Töne durchgehe und das dann auf dem Finger drauf habe. Und dadurch wird er halt echt wie der Nasorgasm, finde ich. Ne? Ja, das kann man wohl so sagen. Ich komme mal etwas höher. Also hier, beziehungsweise, na, nicht wie der Nasorgasm, sondern eher wie der Sleek. Hier oben. Ach, Schatten, man sieht es nicht. Da war der Sleek Rose Gold Glow, glaube ich. Rose Gold, ja. Und hier ist der von Too Faced. Ich sehe eine deutliche Ähnlichkeit. Auch so ein Klassiker ist hier von Milani der Luminoso Blush 05. Das ist ein gebackener Blush und dementsprechend etwas trockener. Der ist dann hier so mit so einem Hubbel. Kannst hochklappen, hast du noch ein Spiegelchen und ein Pinselchen. Ist ganz niedlich, ne? Aber von der Farbe her ist der halt auch wieder so ein bisschen... ich weiß nicht, den muss ich schon stark aufbauen, dass ich was sehe. Ansonsten sehe ich halt nur den Glow, weil der halt sehr hell ist. Ne? Viele schwören ja drauf, aber weiß ich nicht. Der ist schon geil, ne? Also wenn ich den jetzt hier mit dem Finger swatche, ist der schon geil. Aber irgendwie, wenn ich den auf meinem Gesicht trage, hat er mich bislang noch nicht so umgehauen. Aber der muss noch weiter verwendet und getestet werden und vielleicht im Sommer auch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Jo, aber verkehrt ist er nicht. Aber haut mich auch nicht um. Auch wieder so ein gehyptes Produkt ist ja von Max Factor Pastel Compact Blush. Farbe ist hier Seductive Pink. Ja, das ist auch wieder so ein gebackener, glaube ich, ne? Müsste eigentlich. Ist nämlich so ein Hubbel. Hubbel spricht eigentlich immer irgendwie für gebacken, finde ich. Der ist so auf dem Finger relativ dezent. Der kommt jetzt nicht so intensiv rüber. Und ja, auf der Haut ist der aber schön, weil der halt auch so einen Schimmer hat. Das ist so ein etwas dunklerer, mit so einem leichten Schimmer mit dabei. Und irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt der eigentlich ganz gut. Ja, trage ich auch ganz gerne.
so viel Blushes, wie ich besitze, das kann kein Mensch aufbrauchen im ganzen Leben. Aber bei mir ist es ja auch einfach so, dass ich dann ja auch manchmal so Produkte durchtausche in Trash-Paketen und so weiter und so dann auch einfach mal ein neues testen kann. Das finde ich ganz cool. Hier habe ich von Revolution einen Blusher Reloaded in der Farbe Rose Kiss. Da habe ich jetzt hier was reingeklebt und zwar ein Spiegel, weil ich den ganz cool fand und dann hat er auch einen Spiegel bekommen. Das ist halt auch so ein gebackener Blush, glaube ich, oder? Nein, das ist kein gebackener Blush, der ist nur sehr, sehr stark pigmentiert. Wow, L2Belly, hatte ich gar nicht so heftig in Erinnerung, ne? Der ist krass. Der geht steil, der kommt jetzt hier noch mit hin. Ne? Das ist dunkel, das ist tatsächlich etwas, was ich im Sommer auch sehr gerne so tragen würde. Aber im Winter wäre mir der zu dunkel, zu intensiv, aber der ist schon stark pigmentiert, was ich einfach an den Revolution Blushes und Highlightern echt schätze. Ne? Die haben eine krasse Pigmentierung mit drin und das mag ich, dass du einfach nicht 5 Stunden lang pinseln musst, bis du irgendwas im Gesicht hast, sondern du machst es einfach drauf und es ist da. Es lässt sich aber dennoch gut verblenden. Das ist auch immer eine ganz wichtige Kiste. Hier habe ich einen aus dem Revolution Adventskalender. Das ist der Press Blusher. Das sind ganze 2 Gramm hier drin. Auch das Produkt werde ich dir nicht verlinken können oder sonst irgendwas. Alles, was ich verlinken kann, steht unten in der Infobox drin. Genau. Und soweit es der Platz hergibt, ne? Weil das ist hier natürlich eine heiße Kiste. Das sind ganz schön viele Produkte, die ich hier jetzt gerade habe. Ich habe nur eine begrenzte Zeichenanzahl in meiner Infobox drin. Ich swatch den mal direkt daneben, weil es halt auch von Revolution einer ist, ne? Na, das ist irgendwie schon sehr ähnlich, aber der ist ein bisschen heller, ein bisschen mehr ins Pinkige, während der da drüber ein bisschen mehr ins Rosenholzfarbene geht. Aber es ist schon eine interessante Kiste, ne? Also wie intensiv pigmentiert Revolution die Blushes rausbringt, finde ich schon geil und finde ich auch lobenswert, muss ich sagen. So, ein ganz neu bei mir eingezogener ist dieser hier von Pretty Vulgar. Ich glaube, das ist so ziemlich der dunkelste Blush, den ich besitze. Make Them Blush Shameless Flirt ist die Farbe. 6 Gramm sind hier enthalten, das ist auch nicht wenig. Ich liebe diese Verpackung, ich finde sie großartig. Und ja, das ist dunkel, ne? Da mag man sich erstmal fragen, wer zur Hölle kann das als Blush verwenden? Wenn du es dezent verwendest, geht es doch garantiert klar. Mal gucken, also ich mache den mal hier oben so hin. Das ist schon geil, ne? Ich glaube, das ist echt so ziemlich der dunkelste, den ich so habe, wenn ich mich so umschaue. Wobei der sehr, sehr ähnlich zu dem aussieht. Tatsächlich, das ist ja cool. Ja, aber der sieht hier auch echt weicher aus, ne? Ich bin da schön reingegangen, habe da einen schönen... Genau, das waren die von Too Faced, diese hier. Okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Das ist dieser Christmas-Ton scheinbar. Egal. Claudia, lass das. Ja, der gefällt mir. Den möchte ich noch auf meiner Wange sehen. Ja. Kann ich das jetzt nicht mal eben kurz machen? Ich finde zum Beispiel, heute trage ich recht wenig Blush. Da kann ich ja auch mal reingehen. Aber gut abklopfen, weil der halt schon derbe ist. Und mir dann mal ein bisschen mehr Blush aufsetzen. Weil wenn ich hier schon ein Blush-Video mit euch zusammen drehe, dann sollte ich doch auch einen entsprechenden Blush im Gesicht haben, oder nicht? Natürlich, mein Gesicht ist gesettet und so weiter, aber... Schon cool. Das ist einfach mal was anderes, ne? Von der Farbe her auch einfach so schön pigmentiert und ich finde, es sieht auch gleich viel frischer in meinem Gesicht aus. Aber man muss vorsichtig damit umgehen, weil die Pigmentierung ist enorm. Ich liebe einfach Blush, weil Blush macht so viel aus, ne? Es lässt einen einfach irgendwie frischer aussehen. So, jetzt weitermachen hier, Claudi. Nicht quatschen, machen. Oh ja. Das ist von Revolution auch einer, I Heart Revolution, Soft Shimmer Blusher in der Farbe Strawberry. Und ihr habt sie ja schon gesehen, ne? Revolution ist ordentlich pigmentiert, du hast hier eine schöne Erdbeere mit drin. Du kannst natürlich sagen, nein, ich möchte jetzt nicht so extrem shimmery haben, dann machst du das halt nur hier außen, aber das machst du nicht. Weil das Fältchen ist dafür ausgelegt, dass du eben so machst. Das ist krass, ne? Das ist richtig heftig. Das ist ganz heftiges Zeug. Das ist pink. Ist das geil? Das ist einfach mal was anderes. Ja. Der scheint. Der schreit dich auch an. Und ich gucke gerade sehr merkwürdig. Ich glaube, an diesen Stellen swatcht man eher selten, oder? Ein Blush, der mir irgendwie auch so... Der ist sehr, sehr dezent. Hätte ich so auch nicht erwartet. Ist von Tarte, der Harmony Blush Amazonian Clay 12 Hours Tüdelü. Das ist dieser hier. Der ist wirklich dezent. Also sehr natürlich, sehr alltagstauglich und du musst ordentlich reingehen. Und auch wenn ich ihn auftrage, ich muss ihn ordentlich aufbauen. Da habe ich den drauf, man sieht ihn kaum.
Ich meine, da, ich bin jetzt ordentlich reingerührt, ne? Dann sieht man den auch wohl, aber auf dem Gesicht, du siehst ihn nicht wirklich. Du musst da schon richtig krass reingehen und immer wieder aufbauen, aufbauen, aufbauen. Ansonsten sieht man da nicht so viel von, ne? Aber an und für sich finde ich den ganz schön. Hier habe ich ein Schätzchen von Miss Lynn. Be My Flamingo Forever Treat Me Sweet Powder Blush. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ich glaube auch aus einer Box. Der ist, das ist Flamingo. Hat Pigment. Ist aber auf der Haut nicht so zu sehen. Lässt sich aber aufbauen, wie du siehst. Ne? Ist ein matter Ton. Krümelt sehr im Pfännchen. Also wow. Der krümelt wirklich enorm. Ja, ne? Es ist aber schon intensiv. Es hat was. Es ist schon ganz cool. Dieses Pinke muss ich halt immer wieder gucken, weil damit leuchtest du ja wirklich von hier bis nach Meppen, um das mal so zu sagen. Ne? Das ist jetzt nicht mal eben so, ich mache mir einen dezenten Blush, sondern das ist ein Blush, den man sich drauf macht, wenn man Party feiert, wenn man auffallen will, wenn man nicht irgendwie ganz dezent und zurückhaltend sein will. Wobei das halt viele Blushes betrifft, die ich hier trage. Also alle, die jetzt irgendwie so ein bisschen intensiver sind, sind nicht für dezent gedacht. Es sei denn, du machst es ganz vorsichtig nur drauf, aber dann hat es seinen Sinn verfehlt. Gut, dann habe ich noch zwei. Einmal, das ist hier einer von Kiko. Let's Coral Glow Fusion Powder Blush. Das ist dieser hier. Der ist auch eigentlich ganz schön, aber auch eher dezent. Auch wieder von dem Stil her, wie ich ihn gerne mag. Wieder Nars Orgasm und auch wieder Sleek Rose Gold. Schlag mich tot Geschichten. Ne? Der ist peachig mit einem Goldshift. Absolut, absolut vergleichbar mit dem Sleek. Ne? Da sieht man den auch. Und der Sleek war hier unten. Also die beiden kannst du auch wieder sehr gut miteinander vergleichen. Ja, gut, einen habe ich noch. Und das ist der, der sich hier auf meinem Tischchen befindet. Und das ist halt der Blush, den ich aktuell enorm am Verwenden bin. Sagt man das so? Und zwar ist das von Rival de Loup Young, der Tropical Heat Blusher. Das ist dieser hier, den gab es ja damals in diesen Limited Editions immer mal wieder. Und der hat einen ganz leichten Glow drin, den du aber kaum siehst. Und den finde ich einfach wundervoll. Den trage ich auch in fast jedem Video. Und ne, der ist zurückhaltend, aber schön. Und hier ist er. Ne, das ist halt, der ist ein bisschen dunkler auch wieder vom Unterton her, nicht zu hell. Und ja, ich mag das einfach. Den finde ich ganz klasse. Ich finde es ein bisschen schade, dass Rival Loves Me halt den Bronzer mit ins Standardsortiment aufgenommen hat, aber leider nicht den Blush. Finde ich schade, weil den hätte ich auch gerne dort drin gesehen. Ja, ihr Lieben, das waren meine Blushes. Ich finde es cool. Ich liebe es so, mit euch zusammen zu swatchen, dass man auch das direkt so die ganze Zeit am lebenden Objekt sehen kann und das auch die ganze Zeit mitverfolgen kann, wie viele unterschiedliche Töne sich eigentlich in meiner Sammlung befinden. Hätte ich jetzt auch so ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass es auch von der Intensität so unterschiedlich ist, ne? Ja, das nächste Mal müssten die Highlighter dran sein. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner ganzen Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite ist noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Tja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!